Hallo liebe Kartenfreunde, willkommen zu Hearthstone und zum Kartenchaos und ich fordere jetzt heute mal den Scrawl wieder heraus. Hallo. Ha, alles gut bei dir? Ja, und selber? Ja, noch schon. Ja, das ist gut, weil jetzt wirst du nämlich verprügelt, Alter. Ach. So, was darf ich denn schönes spielen, Alter? Ach, weißt du was? Du nimmst jetzt mal den Druiden. Den Druiden? Okay, dann nimmst du den Rogue. Alles klar. So. Und, ja, was ist das Kartenchaos diesmal? Das wird euch der Squall erzählen. Ja, das Kartenchaos ist heute mal sehr, sehr interessant. Das erinnert so ein bisschen, finde ich, an dieses Portal-Ding da, von wegen Too Many Portals. Diesmal haben wir in der großen Welt von Azeroth haben wir Idole, die wir innerhalb von Statuen verewigt haben, nämlich Raven Idols, also Raben-Idole. Und daraus können wir entweder einen Minion ziehen oder einen Spell. Und so müssen wir unsere Hand auffüllen. Und mir gefällt meine Hand absolut nicht, deswegen hole ich mir mal ganz easy drei neue Idols. Ja, und sie heißen nicht Raben-Idole, sondern Götzen. Deutsch. Ach, auf Deutsch heißen sie Götzen. Aber Idol heißt Idol nicht auch Idol? Ich schon. Ja, mein Gott. So, ich spiele jetzt das raus. Ich find's sehr, sehr lustig, dass du mir den Ding gegeben hast, ehrlich gesagt. Ja, also, warum nicht, ne? Du willst auch mal was Schönes spielen. Ja, richtig. Druide finde ich eigentlich ganz cool. Hast du eigentlich schon mitgekriegt, dass ein paar Karten vom Druiden mit dem neuen Update auch ein bisschen verändert werden? Ich habe mich noch nicht hundertprozentig damit befasst. Ja, es gibt ja jetzt die ganz große Neuerung erstens mal, dass das neue Update kommt jetzt nicht erst am 31. Mai raus, sondern schon am 27. April. Und zusätzlich noch werden halt, anstatt nur, dass es die 134, glaube ich, neue Karten gibt, gibt es noch bestimmte Veränderungen, wie zum Beispiel an, nicht Savage Roar, an Force of Nature, wenn es dir was sagt. Mhm. Das ist ja hier die Karte vom Druiden, die halt mal easy die 3-2-2er aufs Board bringt, die du halt dann mit Savage Roar buffst. Und das die war. Die du von mir schon ein paar Mal in die Nase gekriegt ja, hast. Ja, das, ja, richtig. Das ist halt einfach ihrer Meinung nach zu OP, was ich auch eigentlich verstehe, wenn ich ehrlich bin, weil es ist halt echt schon nicht schlecht. Ja. So. Weil es einfach zu hart ist. Weil sie Ansturm haben und sie kannst sie hochpowern und. Geht gar nicht. Ja, gut, aber. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich gar nicht so, dass es so OP ist. Klar, die meisten Pro-Spieler spielen, wenn sie auf ein Turnier spielen oder sowas, spielen sie ja größtenteils Druide, weil halt der Ramp-Druide oder der Aggro-Druide halt extrem gut ist. Aber es ist halt immer noch so, dass sie nicht zu 100% gewinnen und halt auch nicht zu 80% und auch nicht zu 70%. Es kommt halt immer darauf an, gegen was sie spielen. Wenn du zum Beispiel jetzt mit einem Druiden gegen einen, keine Ahnung, Priester spielst, gegen den Control-Priester, dann ist der Priester im Vorteil. Finde ich zumindest. Und dann kommt es natürlich noch aufs Ziehen an. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber ich fand eigentlich, Hearthstone ist eigentlich schon immer ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel so an sich. Ah, ätzend. Er hat gezogen. Ah, das kann man mal machen. Das ist natürlich lucky. Aber ich habe richtig nette, böse Monster gezogen. Oh, ich muss mal ganz kurz mein Handy hier von meinem Mauspad runternehmen. Das vibriert hier ohne Ende. Ja, Busy Man halt, ne? Ah, ja, richtig. Wir nehmen. Aber ich freue mich auf das neue Update. Die hier. Ich freue mich auch richtig arg sogar. Das wird richtig cool. Also ich habe mir auch die ganzen neuen Legendaries angeguckt und mich da informiert. Also es wird so viele neue krasse Decks geben. Das wird richtig gut. Ich weiß auch gar nicht, ob du das schon weißt, wenn das neue Update rauskommt, bekommt, wenn ich es noch richtig weiß, so war zumindest am Anfang der Stand der Dinge, bekommt jeder Spieler bekommt drei Booster Packs geschenkt, aus dem man mindestens einen Cthulhu zieht. Okay. Das ist ja der Obergott war das? Nee, das war nicht der Obergott. Ja, das ist halt einer der dunklen Götter. Ne, wie heißen sie nochmal? Die, alte Götter heißen sie, ja, richtig. Whisperer of the Old Gods. Wenn man über Götter redet, dann redet man natürlich über mich, ist ja klar. Ne? Ja, natürlich, Ataboom, der alte Gott. Was für Keller wissen sie, aber naja, gut.
Silence, I kill you. Kennst du den? Mhm. Ach, was ist der Terrorist? Ja, richtig. Och, echt jetzt? Da hat er den Silence ready. Boah, das ist natürlich böse jetzt. Das zweite Minion, was ich bekommen habe. Boah, das ist richtig böse. Oh, das kann man mal nehmen, ja. Gönn dir. Vielen Dank. Ich könnte jetzt die Karte hier spielen, aber die will ich jetzt noch nicht rauscasten. Ich denke nicht, dass das jetzt irgendwas bringen würde. Die wollen wir erst später rausspielen. Deswegen spielen wir das hier raus. Holen uns mal das hier. Oh, hallo. Nehmen das hier mit. Dann können wir hier coole Action machen gleich. Mhm. Spielen das hier noch raus. Holen nochmal sowas. Bitte? Pack ihn aus. Ja, auf jeden Fall. Zauber. Klar, mach ich. Ich hab mir das richtig, Alter, 7 ins Gesicht. Alter. Alter Falter, ey. So langsam mal gut, ne? Naja. Hallo, aufhören. Ganz easy bleiben, Atta. Alles gut. 9 und Alter, 11. Boom! Oh. Das werden wir noch sehen, Atta. Oh, da hat er den Sludge-Belcher, hey. Boah, das ist natürlich jetzt böse, hey. Das ist natürlich jetzt böse. Damit kann. Ja, damit werde ich meinen Spaß haben. Ich hatte gerade. Die Karte habe ich mir vorhin rausgezogen bei den Spells. Das war richtig gut. Alter. Ja, die Runde geht auf jeden Fall an dich. Also ich muss sagen, die Mana Addict, oder wie sie heißt, doch hier Mana Addict, die ist richtig, richtig gut in dem, ja natürlich, da spielt er den Molten Giant raus. Wie könnte es auch anders sein? Und da hat er das Eviscerate ready. Ja gut, okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich damit klarkomme. Ach, hast du den auch geholt in Silent Night? Ja. Ah, das ist jetzt uncool, Alter. Das ist ganz arg uncool. Aber er hat mich so heilen, also ich hab hier keine Spots. Nix. You are not prepared, Alter. Boom. Wenn du da zum Beispiel ganz viele Rabengötzen noch hast. Au. Au. Ich krieg Zahnschmerzen, wenn ich sowas sehe. Ich habe gerade aus dem Raven Idol ein Raven Idol gezogen. Jetzt echt? Ja, wirklich. Das halte ich dir heim. Eine Rabe. Ratte ist es ja nicht. Ah, jetzt, okay. Jetzt mal gucken. Also jetzt habe ich natürlich ein bisschen das Problem, weil du halt jetzt wieder aufholen kannst. Ach nein, er spielt ein Raven Idol. Damn shit. Wie machen wir das? Weil, ja. Nummer 1. Ja, musste ich halt machen, ne? Ja, ich sehe schon. Ja, gut. Nächste Runde kann teuer für dich werden. Sicher? Also wenn ich oder hart. Wenn ich die nächste Runde bis zur übernächsten Runde überlebe, habe ich gewonnen. For the Wild. Hm, dann spielen wir das hier noch raus. Holen uns das hier. Ja, der ist doch ganz gut.
play. Naja. Ah, nächste Runde war Nyxia rausgekommen. Ja, das war halt, ich hatte noch mal Lorne auf der Hand. Es war lucky, dass ich den Spell noch gezogen habe. So, willst du gleich noch eine Runde? Hallo, ich will doch wenigstens mal versuchen auszugleichen. Ja, natürlich. Ich kann dich aber irgendwie gerade nicht einladen. Ah. Atta. Okay, jetzt. So. Jetzt, jo. Neue Runde, neues Glück, Atta, okay? So. Was darf ich denn spielen? Du spielst jetzt den... Was ist denn deine Lieblingsklasse? Der Warlock, oder? Ja. Ja, dann spielst du den Warlock. Gut, und was ist deine Lieblingsklasse? Eigentlich auch der Warlock, aber ich will jetzt nicht auch noch den Warlock spielen. Such dir einfach was aus. Das ist so, Komm, nimm den Magier. Den Magier? Ach, dann kann ich dir den neuen Magier auch zeigen. Den Khadgar. Siehst du? Ich muss sagen, Khadgar ist schon ganz schön awesome. Ja, und ich möchte noch was zum Thema Hearthstone sagen. In eigener Sache. Ihr werdet euch wundern, warum seit zwei Wochen jetzt kein Video gekommen ist. Ich muss Münzen sparen. Sieht nett aus. Ja. Yeah. Besonders die Animation ist richtig cool. Also, du hast es jetzt zwar nicht gesehen, aber ist wirklich cool. Ja, aber nochmal ganz kurz drauf zurück. Ich muss Münzen sparen und ich will ja keine Rank zeigen oder sowas, sondern ich zeige euch, wenn ich das mache, immer aus den Solo-Abenteuern. Als Vorführung, wie die so sind, falls es mal neue Spieler gibt, die anfangen. Suche der Wahrheit. Und von daher habt ihr halt jetzt länger Zeit kein Hearthstone gesehen. Ah, die ist natürlich mega awesome hier. Den kann man mal mitnehmen. Aber das wird sich halt zum nächsten Monat ändern. Da werdet ihr wieder mehr Hearthstone sehen. Ich denke, das wird sich schon am Ende von diesem Monat ändern, oder? Mit dem neuen Update. Das kommt ja in 6 Tagen raus. Leute, in 6 Tagen! Piu! Mind-Explosion! Der Knaller, ping! Soll ich den Knaller zünden? So, dann holen wir noch das hier. Den da nehmen wir mit. Und dann holen wir noch das hier. Hallo! Ich glaube, dafür lohnt sich das schon mal. Ich würde dir gerne mal meine Hero Ability zeigen, weil die halt echt geil aussieht. Die ist ja, sieht ja auch anders aus inzwischen. Und guck mal, ich mache für euch jetzt sogar mal einen Soundtest extra für die Zuschauer von Attas hier, von Attas Folge. Und zwar drücke ich jetzt einfach mal alle durch, weil die halt echt teilweise echt gut sind. Das ist natürlich well played, ganz normal. Ein sehr, sehr freundlicher Typ. Bei mir sagt er thank you, my friend. Und bei Zori. Oh, das tut mir leid. Ja, bei mir sagt er, oh dear, sorry. Als ob jemand wirklich gerade gestorben wäre, hey. Oh my. Ups. Time for a lesson. Zeit für eine Lektion, unverkommener Pearling. Ach ja. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen nochmal hier was. Ist natürlich gut. Ich glaube, das Spiel nehme ich gleich ein Spiel raus. Ich bin mal gespannt, was er so für Faxen macht. Ja, sehr schön, das ist eine Ruby and Egg. Okay, und machen wir nochmal ein Spell. So. Es ist eigentlich sehr, sehr wichtig hier, finde ich, immer die perfekte Kombination zwischen Creatures und Spells zu holen, obwohl ich selber sagen muss, ich weiß nicht, wie die Kombination hier ist. Ich mache auch mal einen Wechsel. So. Ja, nee, das mache ich nicht. Ich gucke einfach, dass ich am Anfang eigentlich genug Creatures habe. Also ich habe jetzt die ersten 5 Sachen eigentlich nur Creatures geholt, weil Creatures sind im Moment halt wichtiger. Was? Wilfried? Ja. Wer ist denn Wilfried? Wilfried Zischknall. Karten, die ihr mit eurer Heldenfähigkeit zieht, kosten 0. Ach so! Ah, genau, das ist die Legendary für den Warlock, ja. Ach du Heiliger. Okay, Ada, ich werde jetzt hier das hier noch discovern. Oh, hallo! Das finde ich doch mal nett.
Ich habe diesmal nicht so berauschende bekommen. Ja, zwei Sachen, die eigentlich man auf jeden Fall spielen kann. Also ich werde jetzt mal meine Hero Ability zeigen, okay? Ja. Sieht schon gut aus, oder? Kann man mal machen. Warum hast du dich auf dein Eck gemacht? Weil man sowas nicht aufs Eck castet. Ja, versuchen mal, dich dazu bringen, dass du mal was anderes spielst, so wie man es nicht normal macht, zum Beispiel andersrum. Münzenregen! Wup, 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 wup. Okay, sorry. wir nehmen das. Ist mir hart, aber zart. Das muss ich mal ganz kurz hier so machen. So. Oh, hallo. Ich will noch mal Minion haben. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich den hier spielen kann. Ich nehme ihn nochmal. Ich hätte zwar den Mitte eher vielleicht nehmen sollen, aber ich finde ihn einfach cool. Ja, ich finde, manchmal hat es auch wirklich so ein bisschen diesen Style-Faktor drin, welche Karte ich nehme. Es ist zwar nicht gut, wenn man so entscheidet, aber ich mach's trotzdem. Ist mir egal. Es ist mir egal. Ist mir egal. Nein, also bitte nicht. Willst du meine Gesangskünste hier in Frage stellen? Nee, nicht deine Gesangskünste, aber ich mag das Lied nicht. Ist mir egal. So, jetzt machen wir so, dann machen wir so, dann machen wir so und jetzt kommen die Pro-Plays. Zack. Erlebst du so nicht lange. Bist du dir da sicher, Herr Boom? Ja, einmal deswegen. Ah, oh, verdammt. Und einmal deswegen. Ah, okay. Und dadurch zieht er natürlich noch eine Karte. Hast aber dafür auch zwei Karten rausschmeißen müssen. Das ist schon mal ganz gut. Echt jetzt? Hört er den Siegeszug? Nein! I have the power! I got the power, wissens. Ach, schön. Und kannst du mir wegcasten? Oh. Nein, das hinten Mana! Du weißt, dass dein Wild Pyromancer jetzt einen Abgang macht? Ja, ist egal. Kannst du mich jetzt noch töten mit irgendwas? Hast du eine Bombe da? Eine Shadow Bomb? Ne, hast du nicht, okay. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. So, jetzt gucken wir mal. Ich will eigentlich jetzt noch eine Karte. Oh, noch eine Karte ziehen. Aber ich habe sehr, sehr interessante Karten für dich parat, die dich sehr freuen werden. Ich habe auch, sehr, sehr interessante Karten für dich parat, die dich freuen werden, sie wieder zu sehen. Fällt mir ein Wort ein, was das eigentlich widerspiegelt. Arsch. Hätte es nehmen sollen. Ich hätte es nehmen sollen. Hellfire hatte ich jetzt auch auswahl. Ich hab gesagt, ach nee, er wird nichts Großartiges bekommen. Das wäre jetzt so. Ja, jetzt wär's dann mit Hellfire, hättest du mein Board wieder clear. Ja, vielleicht ziehst du es ja nochmal. Du hast ja jetzt ein paar Möglichkeiten. Ich finde, was ich halt an den Tavern Brawl echt extrem schätze immer, ist, dass es halt immer sehr, sehr, sehr lustige Situationen kommt, schlussendlich. Wie jetzt zum Beispiel doppelt Horizon oder irgendwelche lustige Sachen. Bane of Doom, oh. Ach, natürlich! Da kriegt er einen 6-8er raus. Was ist ja, da ich los? Ich hab auch was anderes gehofft bei dem, was auf dem Feld liegen hast. Und was? Mal'Ganis? Oh, Mal'Ganis wäre echt cool gewesen. Jetzt guck mal, jetzt kommen die richtigen Pro-Players, Atta. Ach, erzähl mal. Das hier? Koldara Drake? Für ein Mana hole ich mir alle Karten wieder. Spiel das hier raus. Hättest dreimal Dings rausspielen können übrigens. So, einmal. Zweimal. Ja.
Ja, ich hätte dreimal Emperor Taurus rausspielen können, aber das ist. Nee, das ist ja 6, geht ja nicht. Da hat er noch 4 Mana gehabt. Ach so, stimmt, ja. Schade. Aber es war lustig gewesen. Wenn du jetzt einen Twisted Nether hast, dann werde ich echt mad. Okay, Frost Elemental ist ganz gut. Was hab ich so verloren? Weißt du, was ich Lustiges noch auf der Hand habe? Also ich werde dir jetzt einfach mal meine Hand sagen. Ich habe einmal einen Feuerball, den könnte ich dir theoretisch direkt ins Gesicht casten. Ich habe hier noch einen ich habe noch zwei Emperor-Taurussen auf dem Board, auf der Hand. Dann habe ich noch mal ein Worgen, ein Kuldara Drake, den ich jetzt noch nicht spielen werde, weil sonst kann ich das hier nicht mehr casten, was ich casten will. Dann kann ich aber das hier vorher spielen. So, dann kann ich noch das hier spielen. Lass mich mal nächste Runde nochmal auch Spaß machen. Feuerball aus 0 für 0. Und jetzt gucken wir mal, was ich noch aus meinem Raven Idol ziehe. Eine Eislanze. 5 und 6. Oh, der Mage ist mal wieder richtig OP. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich so gut gezogen habe. Ja, ich habe noch einen Schreckensdämon auf der Hand, noch einen Kolo. Zweimal Wichtel. Also weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, dann war's das, oder? Willst du noch eine Runde machen? Nö, ich habe ja 0-2 verloren. Wir machen ja immer Best of 3. Ja, und dann hat sich's damit wohl erledigt, ne? Ja. Das Kartencast ist einfach nichts für mich. Ich Hast weiß nicht, was die falschen Karten. Ich es habe auch noch nicht gewonnen bisher. inzwischen geschafft? Nee, gell? Nee. Ah, schade. Ich habe es Einmal. heute geschafft noch mit dem Priester. Probier's mit dem Priester. Top. Genauso mit dem Mage top. Mal schauen. Also ich habe halt immer Pech, dass ich halt gegen Gegner antrete, die auf einmal nur noch Legendaries rausknallen und hast du gar keine Chance mehr. Das habe ich heute in meiner Folge, wo ich das aufgenommen habe, das Kartenchaos, habe ich das genauso erzählt. Aber noch nicht geschaut. Hast du hochgeladen? Nee, ist noch nicht draußen. Das kommt erst noch. Ich bin ja gerade wieder am ganz viel aufnehmen und so, dass es endlich wieder Daily Hearthstone gibt. Ah, Und okay. ja, deswegen. Ja, also Otter, Gut. dann walte deines Amtes. Ja, abonniert auf jeden Fall Scroll. Und den guten Atta natürlich. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Auch beim guten Atta natürlich. Und kommentiert so viel ihr könnt. Auch beim guten Atta natürlich. Und schaut immer in seine Videos rein, auch in ältere Projekte, das lohnt sich. Auch beim Atta natürlich. Und wenn ihr mehr von Scroll und mir sehen wollt, wir machen auch natürlich gerne Challenges. Wenn ihr Challenge-Ideen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und wir versuchen sie dann so schnell wie möglich umzusetzen, dass wir für euch eure Challenges zeigen können. Könnt ihr richtig kreativ sein, stumpf sein, wie ihr wollt. Wir freuen uns drauf, wenn wir euch beglücken können. Und wir haben uns Mühe gegeben, euch in dieser Folge zu beglücken. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ihr wisst, was ihr tun könnt. Und das abschließende Wort hat dann der Scrawly Morley. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao. Tüdelü.